Ich bin heute hier im wunderschönen Wiesbaden, Hammer Ausblick vom Wohnzimmer, und spreche mit jemandem, der vor 25 Jahren ungefähr bei McKinsey angefangen hat und der im Vorgespräch einen ganz besonderen Satz zu mir gesagt hat, nämlich, wenn man bei McKinsey anfängt, geht man nicht davon aus, dass man als Beamter endet. Es ist noch ein bisschen besonderes Beamtentum, aber da gehen wir in der Folge unter anderem drauf ein. Ich begrüße heute ganz herzlich den Professor Markus Petri in Wiesbaden. Den Blick haben wir eben gerade schon ganz kurz gesehen. Markus, sag bitte einfach mal ganz kurz, wer bist du, was machst du? Ja, den Titel hast du ja schon genannt. Ich bin Professor für Finanzdienstleistungscontrolling. Das ist ein sehr langer Begriff, aber es geht darum, zu schauen, wie man Banken und Versicherungen controllt, das heißt steuert. Und das mache ich seit mittlerweile 16 Jahren oder 32 Semestern. Und der Eingangssatz, den Moritz genannt hat, dass man bei McKinsey startet und nicht unbedingt erwartet, Beamter zu werden, der gilt eben für mich in besonderem Maße, weil ich Beamter geworden bin und das nie vorhatte. Ich habe natürlich wie viele dann an der Universität auch das universitäre Leben kennengelernt und auch ein Stück weit dann mit Professoren zu tun gehabt. Allerdings relativ wenig, wenn man ehrlich ist, weil die Massenveranstaltungen an den Universitäten damals einen direkten Kontakt eigentlich kaum zugelassen haben. Und ich konnte mir nicht vorstellen, jemals diesen Beruf zu ergreifen und bin dann lieber erstmal Unternehmensberater geworden. Und zwischendurch, zwischen der Zeit als Unternehmensberater und als Professor, war ich 6 Jahre lang bei der Arealbank. Wer genau hingeguckt hat, der wird auf dem Intro die Arealbank auch gesehen haben. Die sieht man tatsächlich von meinem Balkon aus. Allerdings habe ich die Wohnung erst bezogen, als ich schon lange da weg war. So nah hätte ich bei meinem Arbeitgeber nicht wohnen wollen. Sehr gut. Markus, lass uns ein bisschen zurückgehen. Das ist jetzt alles schon um die 25 Jahre her, dass du bei McKinsey angeheuert hast. Aber der Name nach wie vor noch sehr, sehr groß. Was waren damals deine Motive? Mit was für einer Vorstellung bist du damals in die Unternehmensberatung reingegangen? Also ich hatte eine ganz gute Vorstellung von der Unternehmensberatung, insbesondere von McKinsey speziell, weil ich vorher schon ein Praktikum gemacht hatte dort. Bevor ich das Praktikum gemacht hatte, muss ich allerdings zugeben, hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, was die Branche so macht. Ein Kommilitone von mir, der jetzt im Kapitalanlagebereich Asset Management tätig ist, der hat ebenfalls ein Praktikum dort gemacht und kam total begeistert zurück und sagte, das wäre was für dich. Und dann dachte ich, naja, informierst du dich mal? Habe ich gemacht, habe mich beworben, bin genommen worden und dann habe ich auf die Art und Weise den Einblick bekommen, was in der Branche eigentlich der Schwerpunkt ist, und das hat mir gefallen, und da war eigentlich nach dem Studium schon klar, dass ich das auch machen wollte. Ich war ursprünglich mal gestartet mit dem Ziel, Banker zu werden, nach einer Banklehre sicherlich auch zu erwarten, und habe auch Frankfurt als Studienort gewählt, weil ich dachte, dann ist man sozusagen nah dran an den Banken. Und dann spielt das Leben eben manchmal doch anders und man kommt in Kontakt zu einer anderen Branche, die einem dann auch gut gefällt. Und das war ein toller Berufseinstieg. Mhm. Wir reden gleich nochmal drüber, wie du Unternehmensberatung heute wahrnimmst. Aber damals, wie war das, Unternehmensberatung? Du hast gesagt, Kommilitone war begeistert, du warst begeistert. Was hat das ausgemacht damals? Also die Begeisterung hing natürlich im Wesentlichen damit zusammen, dass man sehr früh sehr spannende Themen bearbeitet hat und vor allem, weil McKinsey diesen Anspruch hat, Top-Management-Berater zu sein, dass man tatsächlich die Entscheidungsträger in den Unternehmen kennengelernt hat. Und manchmal musste man sich ein bisschen kneifen, weil man ja gerade erst der Uni entwachsen war und dann gestandenen Fachleuten, die jahrelang Unternehmen geführt haben, Rat geben sollte, was zu tun ist in einer spezifischen Situation. Aber das hat es natürlich interessant gemacht und das hat natürlich auch einen gewissen Druck hervorgerufen, dass man das gut macht. Denn diejenigen, für die man arbeitet, wissen schon, was sie tun und was sie von einem verlangen. Ich denke, das ist eine Parallele, die wir auch heute noch haben, ja, dass
Top-Beratungen, auch Top-Entscheider beraten und sogar auch dieses Thema, dass die jungen Menschen oder jungen Beraterinnen und Berater noch gar nicht so lange aus der Uni raus sind. Wie erklärst du das einem Außenstehenden? Weil das ist ja auch immer wieder so ein typischer Einwand, dass man sagt, ja, du kommst aus der Uni, wie willst du so einer Person, die kennt doch ihr Business, wie willst du der weiterhelfen? Wie erklärst du das jemandem? Also ich glaube, man muss sich von der Vorstellung freimachen, dass der junge Berater die Fachkoryphäe sein muss. Das sind üblicherweise die Mitarbeiter in den Banken oder Versicherungen, in denen ich üblicherweise tätig war. Aber was man auf jeden Fall mitbringt, ist die Fähigkeit, Prozesse zu gestalten, die Fähigkeit, Projekte zu managen. Und das bringt, glaube ich, den Unternehmen sehr viel. Denn sie haben zum einen nicht die Kapazitäten, zum anderen aber auch nicht das Know-how, um hier eigene Mitarbeiter vorzuhalten. Und da bietet es sich an, Berater zu engagieren. Cool, ja, verstanden. Wie hast du dich damals schon im Studium dafür fit gemacht? Heutzutage sind die Anforderungen enorm. Ja? Ich spreche da in meinem Format auch immer wieder drüber. Ich packe da gerne auch mal eine passende Folge ans Ende. Man braucht Auslandserfahrung, man braucht Topnoten, man braucht Vorerfahrung. Also heute steigt niemand mehr als erstes Praktikum in die Unternehmensberatung ein. Wie war das damals? Das war damals zumindest bei den großen Beratungen wie McKinsey, BCG und Berger schon genauso. Die haben natürlich verlangt, dass man Auslandserfahrung hatte. Und die hatte ich glücklicherweise auch sogar relativ intensiv. Ich hatte im Studium 2 Auslandssemester in den USA absolviert und dann im späteren Verlauf auch noch 2 Auslandssemester in Paris, sodass ich von meinen 10 Studiensemestern 4 im Ausland gemacht habe. Das kann man sozusagen also mal abhaken, das war erledigt. Die praktische Erfahrung vorher hatte ich durch eine Banklehre erworben und habe dann in der Bank, in der ich gelernt habe, auch während des Studiums immer gearbeitet, sodass ich da auch weiter auf dem Laufenden war. Und ansonsten habe ich tatsächlich hingekriegt, an der Goethe-Uni einigermaßen brauchbare Noten zu schreiben. Was tatsächlich dann bei meinem letzten Vorstellungsgespräch bei McKinsey nochmal Thema war, war meine Abi-Note. Da steht nämlich keine 1 vorm Komma. Und das ist eher unüblich gewesen. Aber da im Prinzip die anderen Dinge, die du angesprochen hast, alle da waren, hat man sich dann eben bei der Abi-Note gütig gezeigt und hat gesagt, na gut, dann nehmen wir ihn trotzdem. Ach, sie ist trotzdem was geworden, ne? Ja, es geht. Ja. Wie lange warst du dann bei McKinsey? Ich war 4 Jahre dort. Insgesamt davon 1 Jahr in Washington, D.C. Hm. Dort hat McKinsey einen Think Tank gehabt, muss man sagen, denn der ist mittlerweile umgezogen nach San Francisco. Da hätte ich auch nichts dagegen gehabt, mal ein Jahr in San Francisco zu leben, aber bei mir war es damals noch Washington. Das Institut nannte sich McKinsey Global Institute. Und sollte eigentlich der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung so ein Stück weit dienen. Das war insofern ganz spannend, als wir einen Lenkungsausschuss hatten, der aus vorwiegend Akademikern besetzt war. Und da war sogar ein Nobelpreisträger dabei, Bob Solow, wer Wirtschaftswissenschaften studiert und sich mit Volkswirtschaftslehre auseinandersetzt, wird vielleicht von Bob Solow gehört haben. Das ist der Vater der Wachstumstheorie. Und es war sehr spannend und sehr instruktiv, mit jemandem zusammenzuarbeiten wie ihm und ein wirklich geniales Gehirn gelegentlich mal bei der Arbeit zuschauen zu dürfen. Was hast du da noch von in Erinnerung? Also wenige können es behaupten, so nah dran gewesen zu sein, speziell jetzt in dem Fall. Wie würdest du das genauer beschreiben? Wie ist der Mann vorgegangen oder was ist dir heute noch in Erinnerung geblieben? Also wie er vorgegangen ist, kann ich dir gar nicht sagen. Wir haben den tatsächlich 4-mal in dem Jahr gesehen zu Lenkungsausschusssitzungen. Und der hatte sich die Unterlagen, die wir vorbereitet haben, angeguckt. Und wenn auch nur der kleinste logische Fehler drin war,
den man durchaus auch selbst erkannt hat, aber wo wir uns wirklich Mühe gegeben haben, den ein bisschen zu überkleistern, der hat sofort den Finger in die Wunde gelegt. Der hat jedes Mal, wenn eine Unplausibilität da war, sofort erkannt, da kann was nicht stimmen. Und ich fand vor allem die Art und Weise, wie er es rübergebracht hat, sehr angenehm, weil er nie gezeigt hat, dass er allen anderen intellektuell überlegen war, sondern er hat sich fast entschuldigt und hat gesagt, ah, ich glaube, ich habe da was nicht so richtig verstanden, das müsst ihr mir nochmal erklären. Und da kam leider, sehr charismatisch, ja. Da kam leider raus, dass er immer recht hatte. Sehr cool, das ist eine nice Anekdote. Ich habe mir vorher überlegt, dich zu fragen, wie denn die ersten 30 Tage damals so waren. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein bisschen differenzieren, ob das im Praktikum der Fall war oder dann im Festeinstieg. Kannst du uns beides mal so ein bisschen genauer erörtern? Sehr gern. Also beim Praktikum war es tatsächlich so, dass ich mit einem anderen Praktikanten zusammen im Frankfurter Büro tätig war. Wir hatten also keinen Kundenkontakt, sondern wir haben an einem internen Projekt gearbeitet. Es ging damals um den deutschen Immobilienmarkt und wir hatten dann Kontakt mit einigen Beratern, die sich thematisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die uns ein bisschen betreut haben. Aber ansonsten sind wir da weitgehend auf uns selbst gestellt gewesen und haben so ein bisschen im eigenen Saft gekocht. Das war aber spannend. Das Thema war für mich neu und interessant. Und die Atmosphäre in dem Büro war sehr locker. Die Kollegen damals waren alle extrem nett und das waren eigentlich wirklich alles sehr gut ausgebildete, sehr kenntnisreiche, sehr intelligente, tatsächlich sehr junge Leute, mit denen man sehr schön zusammenarbeiten konnte. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und beim Berufseinstieg dann später war es tatsächlich ein bisschen anders. Da wurde man in Düsseldorf, das ist ja die Zentrale, eingeführt. Da hat man dann seinen Laptop bekommen. Damals hat man tatsächlich schon ein Handy bekommen. Das war alles andere als üblich. Und das hatte etwas andere Dimensionen, als das heute der Fall ist. Hat man das auch hinter sich hergezogen? Ja, so ungefähr. Also es war schon ein ganz schöner Knochen und nicht smart. Also das konnte tatsächlich nur telefonieren. Mhm. Und diese Einführung dauerte 3 Tage. Und nach diesen 3 Tagen wurde ich zum Klienten geschickt, zu einer Bank nach Berlin. Und praktisch dann eben ins kalte Wasser geschmissen. Und dort muss ich tatsächlich sagen, die ersten 30 Tage waren wirklich extrem stressig. Wir haben im Prinzip jeden Tag bis Mitternacht gearbeitet und morgens um 8 weiter und waren nach einem Monat, das war dann so um die Weihnachtszeit rum, waren wir auch echt platt. Und damals habe ich mir auch die Frage gestellt, ob das tatsächlich der richtige Berufseinstieg gewesen ist. Denn derartiges Arbeitspensum hatte ich da nicht erwartet. Das haben wir als Praktikanten nicht unbedingt machen müssen. Wir haben meistens bis 8, 9 Uhr abends gearbeitet. Aber beim Klienten war es dann doch deutlich länger. Cool. Also auch da einfach zu verstehen, das ist dann nach den 30 Tagen deutlich runtergegangen. Oder wie erklärst du dir das heute? Ich habe da schon ein paar Antworten auch im Format erhalten, die in die Richtung gingen zu sagen, okay, das hat mit dem Partner zu tun, mit dem Projektleiter, wie das Projekt verkauft wurde. Wie erklärst du dir das heute, dass es damals auch so bis an Anschlag ging? Ja, also das liegt natürlich ganz extrem am Partner und an dem Projektleiter. Die anderen Projekte, die ich dann danach gemacht habe, die sind dann deutlich humaner gelaufen. Natürlich gibt es auch mal Arbeitstage, die bis in die Puppen gehen. Das ist vor einer Lenkungsausschusssitzung durchaus auch gang und gäbe. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber man hatte zumindest unter der Woche jetzt nicht jeden Abend bis Mitternacht zu tun. Und das führe ich tatsächlich darauf zurück, dass die Partner, mit denen ich dann später zusammengearbeitet habe, das auch meines Erachtens besser im Griff hatten. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, man kriegt Routine. In dem Job kriegt man relativ schnell Routine und weiß, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wir haben zum Beispiel einen Partner gehabt, der hat vor Ideen gesprüht bei meinem allerersten Projekt
Und wir waren der Meinung, dass wir alle seine Ideen mit Analysen untermauern müssen. Und waren natürlich von morgens bis abends beschäftigt, um seinen Ideen hinterherzulaufen und dazu Daten zu generieren. Und das haben wir dann sein lassen bei weiteren Projekten. Da haben wir dann tatsächlich nur noch die Themen abgearbeitet, nach denen dreimal gefragt worden war. Dann haben wir gesagt, okay, das scheint ernst zu sein, das machen wir jetzt. Und das hat auch zu einer deutlichen Entspannung der Arbeitssituation beigetragen. Cool, das ist ein weiteres sehr schönes Beispiel. Was kannst du jungen Beratern und Beraterinnen noch mitgeben, so, wo du heute oder nach dann auch den 3-4 Jahren sagen kannst, okay, da lohnt es sich, einen Fokus drauf zu legen. Und das ist ein weiterer Indikator neben einem ideensprudelnden Partner, den man umschiffen kann. Ja, also grundsätzlich gilt für mich, Unternehmensberatung ist ein toller Berufseinstieg, weil man ein unglaublich breites Spektrum abdecken kann, sowohl an Industrien. Man muss sich ja nicht wie ich von Anfang an auf die Finanzdienstleistung spezialisieren. Zum Zweiten, aber eben auch mit ganz unterschiedlichen Themengebieten. Das sind mal Kostensenkungsprogramme, das sind mal Strategieprojekte, das sind mal Prozessoptimierungen. Und man lernt nirgends so viel wie in der Beratung. Jetzt menschelt es natürlich und logischerweise kann man mal an Partner geraten, mit denen man besonders gut oder eben nicht so besonders gut zurechtkommt. Aber im Großen und Ganzen finde ich, unabhängig davon, ob das McKinsey ist oder jemand anderes, einen Berufseinstieg in der Unternehmensberatung einfach extrem lehrreich. Das wäre eine weitere Frage. Würdest du es heute nochmal genauso machen? Ja, ich würde es auf jeden Fall wieder genauso machen. Ich bin mit dem Berufseinstieg extrem gut gefahren. Nur durch den Berufseinstieg bin ich dann bei meiner zweiten beruflichen Station nach dem Studium bei der Arealbank dann überhaupt in die Lage gekommen, mit 4 Jahren Berufserfahrung nach dem Studium als Bereichsleiter einzusteigen. Und das wäre sicherlich mit einem anderen Berufsweg gar nicht machbar gewesen. Insofern hat sich das als Katalysator ein Stück weit gezeigt für mein berufliches Fortkommen dann im weiteren Verlauf meiner Karriere. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich kann jedem jungen Menschen, der Interesse an Unternehmensberatung hat, nur raten, das als Berufseinstieg auch tatsächlich ins Auge zu fassen. Wir haben in unserer Hochschule auch relativ viele Studierende, die als Unternehmensberater mittlerweile angefangen haben. Und von denen kriege ich üblicherweise auch sehr, sehr positives Feedback. Die fangen natürlich nicht alle bei McKinsey an. Auch da gibt es einen ehemaligen Tutor von mir, der da angefangen hat, aber die sind auch bei vielen kleineren, mittleren Beratungsgesellschaften gelandet. Und in wirklich extrem seltenen Fällen kriege ich da mal kein positives Feedback. Schön. Was ist heute mit ein bisschen Abstand auch dein Blick auf Unternehmensberatung? Was hältst du für erstklassige Unternehmensberatung? Also erstklassige Unternehmensberatung muss meines Erachtens sehr klientenorientiert sein. Sie muss also genau das auch an Lösungen vorschlagen, was für diesen spezifischen Klienten auch tatsächlich sinnvoll ist. Ich bin kein Freund von, wir haben da so einen Ordner im Regal und wenn die Frage nach X kommt, dann ziehen wir den Ordner raus und packen das einfach in unser Projekt rein, sondern insbesondere dann, wenn man wie McKinsey durchaus signifikante Tagessätze aufruft, muss man dem Kunden einen Mehrwert bieten, der einfach so groß ist, dass sich ein so teures Projekt und das teure Anheuern eines so renommierten Beraters auch lohnt. Wie hoch war dein Tagessatz am Ende, als du raus bist? Also als ich Berater war, gab es noch die D-Mark. Und ja. Damals war mein Tagessatz so ungefähr 5.000 D-Mark. Dazu kommt natürlich die Mehrwertsteuer, dann sind wir bei 6.000. Und dazu kommen nochmal 20% Spesen, da sind wir bei ungefähr 7.000 D-Mark. Also mit allem Drum und Dran liegen wir in der Größenordnung von 3.500 Euro. Das ist aber schon über 20 Jahre her. Mhm. Also die Preise, die die Berater aufrufen, sind seitdem nicht gestiegen.
darf man, glaube ich, konstatieren. Ich war sicherlich zu einer extrem guten Zeit für die Berater in dem Metier unterwegs und der Wettbewerb ist heute einfach deutlich größer geworden und deswegen sind die Tagessätze auch ein bisschen stagniert. Okay, was ist dein Gefühl, worüber reden wir heute so in der Spitze? Also in der Spitze gibt es fast keine Beschränkungen. Also es gibt tatsächlich auch renommierte Professoren wie Michael Porter zum Beispiel, die für Tagessätze von $20,000-$25,000 arbeiten. Der normale McKinsey-Berater liegt sicherlich in der Größenordnung von 3.000 Euro Tagessatz plus Mehrwertsteuer. Damit ist die Dienstleistung auch, glaube ich, ganz gut bezahlt. Muss man ja auch erstmal wieder reinkriegen. Das muss man ja als Unternehmen als Investition sehen, dass man in den Berater investiert, der hilft mir und das muss sich hinterher ja irgendwo wieder amortisieren. Ja. Absolut. Wurde bei euch auch in irgendeiner Form die Zehnerregel geprägt, dass euch als Beratern vor Augen geführt wird? Das habe ich anderswo schon häufig gehört oder das legen wir auch selber als Standard irgendwo fest, dass von dem Investment, was der Kunde tätigt, dass irgendwo Faktor 10 auch wieder zurückfließt. War das mal ein Begriff? Nee, also das kenne ich nicht. Natürlich war das Ziel, dass der Kunde aus dem Projekt auch was mitnimmt für sich. Ganz klar, dass das sich auch finanziell lohnen sollte. Denn machen wir uns nichts vor, wenn das auf Dauer nicht realisiert wird, dann heuert der uns nicht mehr an. Mhm. Also muss es sich lohnen für ihn. Es ist natürlich manchmal extrem schwierig messbar. Da spricht jetzt so ein bisschen der Controller aus mir. Was ist denn nun eigentlich die Konsequenz dieses Beraterprojektes? Haben wir jetzt in der Versicherung 500 Policen mehr verkauft oder hätten wir sowieso, ohne dass der Berater da gewesen wäre, 200 mehr verkauft? Diese Kausalität lässt sich halt leider nicht darstellen, sehr häufig zumindest nicht. Und deswegen kann man auch nicht sagen, Faktor 10 wäre der richtige. Also extrem spannendes Interview, Markus. Obwohl es jetzt schon 25 Jahre her ist, habe ich das Gefühl, du hast dich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Du hast auch ganz klar gesagt, Plädoyer für die Beratung nach wie vor noch. Da danke ich dir sehr für. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Ja? Das ist erstmal das Ende von unserem ersten Gespräch. Was ich euch raten kann, mir ist es ja immer wichtig, hier im Format eine Bandbreite zu geben an Möglichkeiten und auch an Perspektiven. Wir haben hier jemanden sitzen, der 4 Jahre bei McKinsey war. Wir hatten auch schon andere Leute im Format, die bei McKinsey waren. Gerald Hörhahn, der gesagt hat, ich würde heute nicht mehr zu McKinsey gehen aus folgenden Gründen. Und ich glaube, wenn ihr vor dem Schritt in die Beratung steht, dann solltet ihr euch nicht nur das Interview anhören, sondern dann empfehle ich euch auch im Podcast Folge 129, 130 oder so müsste das sein. Und bei YouTube verlinke ich das Ganze auch nochmal hier. Einmal die Folge mit Gerald und einmal auch nochmal den Einstieg für ein Praktikum. Auch das gegebenenfalls ein sinnvoller nächster Schritt. Deswegen danke, dass ihr hier am Start seid und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.